Freunde der Machbar Academy, mein Name ist Sönke und heute zeigen wir euch, wie man eine Decke streicht. Los geht's! Das Streichen einer Decke ordnen wir in die Kategorie 2 von 5 ein. Je nach Deckengröße solltet ihr ungefähr einen Tag einplanen und am besten streicht ihr die Decke zu zweit. Im ersten Schritt solltet ihr gründlich abkleben und die Wände mit Folie und den Boden mit Malervlies bedecken. Danach startet ihr bereits mit dem ersten Anstrich. Und wenn dann die Trocknungszeit vorbei ist, folgt der zweite Anstrich. Dann ist es schon soweit, die Decke leuchtet strahlend in Weiß. Und jetzt viel Spaß beim Selbermachen. Wir machen uns daran, die Decke in unserer Küche zu streichen, um dem Raum einen frischen Glanz zu verleihen. Dafür werden zunächst die umliegenden Flächen abgedeckt. Im Bodenbereich eignet sich ein Malervlies am besten, denn das verrutscht oder reißt nicht so leicht wie Folie. Der Übergang zur Decke wird außerdem mit Kreppband abgeklebt. Lasst dabei einen halben Zentimeter Abstand zur Decke und drückt das Band nach und nach glatt an. Achtet darauf, dass sich keine Falten bilden, denn dort könnte Farbe reinlaufen und euch die Wand versauen. Für die Verkleidung der Wände bietet sich eine Maler-Krepp-Folien-Kombination an. Die Decke solltet ihr außerdem von Staub und Flusen befreien, um diese nicht mit in die Oberflächenstruktur einzuarbeiten. Im nächsten Schritt geht es an den Voranstrich. Insgesamt werden wir zwei Streichgänge vornehmen. Im ersten Durchgang solltet ihr immer quer zum Lichteinfall und vom Fenster wegstreichen, damit der zweite Anstrich längs zum Lichteinfall verläuft. So lassen sich unschöne Schatten an der Decke vermeiden. Wir starten also direkt mit der Farbe und verdünnen diese noch ein wenig. Beim Streichen von Weiß auf Weiß ist das kein Problem. Bei einem andersfarbigen Untergrund solltet ihr die Farbe aber nicht verdünnen. Ansonsten reicht möglicherweise die Deckung auch mit zwei Streichgängen für das gewünschte Endergebnis nicht aus. Die Farbe füllen wir in einen Farbrolleimer und dann geht's los. Um den Streichgang sauber durchzuführen, solltet ihr zuerst mit den Feinarbeiten am Rand beginnen und erst danach großflächig streichen. Geht also zunächst mit dem Pinsel über die Ecken und Kanten im Raum. Dabei empfiehlt sich ein Flachpinsel und gleichmäßige, präzise Bewegungen. Entstehende Farbnasen solltet ihr schnell verstreichen. Und sollte sich hier und da mal eine Borste aus dem Pinsel lösen, entfernt auch diese direkt. Im Anschluss wird dann etwas flächiger mit einer kleinen Farbrolle übergestrichen. Sobald die Ränder dann geschafft sind, geht es mit der großen Farbrolle mit Teleskopstab weiter, um die Deckenfläche zu streichen. Der Profi hält die Farbrolle dabei immer vor sich und nicht über sich, um selbst keine Farbspritze abzubekommen und streicht die Decke in M- oder W-förmigen Bewegungen. Regel Nummer 1: Nicht zu viel Farbe auf einmal aufnehmen. Rollt die Farbrolle also ein paar Mal aus, denn sonst lauft die Gefahr, an einigen Stellen zu dick aufzutragen. Regel Nummer 2: Achtet darauf, die Walze nicht so weit auszustreichen, bis kaum noch Farbe auf der Rolle ist. Eine gleichmäßige Farbstärke und Deckkraft erfordert nun mal Farbe. Regel Nummer 3 knüpft dann Nummer 2 an und besagt, innerhalb eines Streichgangs immer nass in nass zu arbeiten, denn auch damit vermeidet ihr Schatten- und Fleckenbildung. Ihr solltet also jeden Bereich zeitnah fertig streichen, bevor die Farbe antrocknen kann. Zu zweit kann man sich hier schön die Arbeit teilen. Während sich die oder der eine um die großflächigen Bahnen kümmert, konzentriert sich der oder die zweite auf die Bahnen am Rand der Decke. Und sobald die gesamte Decke mit dem Vorstrich versehen ist, braucht die Farbe eine gewisse Trocknungszeit. Das Streichbesteck solltet ihr währenddessen luftig verpacken, dann bleibt es feucht und kann für den zweiten Anstrich wiederverwendet werden. Hierfür eignet sich übrigens eine Tüte oder etwas Frischhaltefolie. Die Farbe ist trocken genug, das heißt für uns, wir packen die Malutensilien wieder aus und machen uns an den zweiten Anstrich. Diesen nehmen wir jetzt im 90-Grad-Winkel zum ersten vor. Die Idee dabei ist, dass der letzte Anstrich längs zum Lichteinfall erfolgt. Die Reihenfolge ist dieselbe, die Randbereiche und Ecken mit dem Pinsel und der kleinen Rolle und anschließend wieder großflächig mit der Teleskoprolle. Nach und nach wird die Decke so mit ihrem neuen Farbkleid bestückt. Zum Abschluss werden alle Streichutensilien gereinigt, streicht die Farbe am besten mit einem kleinen Spachtel von der Rolle und spült anschließend alles gut aus. Im Anschluss könnt ihr noch die Folie vorsichtig von der Wand ziehen und den Müll entfernen.
Und auch das Malervlies kann zusammengefaltet werden, denn das kann man ja wiederverwenden. So sieht's aus. Die Decke leuchtet und die Heimwerker strahlen. Viel Spaß beim Streichen. Weitere Trockenbauthemen, die findet ihr bei uns auf dem Kanal. Einfach mal vorbeischauen, durchstöbern und gerne abonnieren. Alles machbar mit Obi.